Leute, was geht ab? Was macht ihr hier? Trailmakers, heute wird was richtig Geiles gebaut. Und zwar, es geht wieder um 500 Euro. Das beste Gebaute wird gewinnen. Und in den Kommentaren, das Top-Comment war gewesen, wir sollen alle irgendetwas bauen, was richtig kreativ ist. Also es ist nichts vorgegeben, was, aber es soll richtig viele Funktionen und coole Gadgets haben, die wir so noch nicht gesehen haben. Seid ihr bereit, Jungs? Ich bin bereit. Das heißt, egal ob im Wasser oder im Himmel. Genau, egal, ihr könnt richtig irgendwas bauen, was richtig geile Funktion hat. Geil, okay, ich bin bereit, ich weiß genau, was okay, Leute, ich bin gespannt. Wir gucken, was ihr baut. Abfahrt! So, Leute, ich weiß noch gar nicht, was wir bauen, aber ich habe eine Idee. Und zwar, ich habe mir überlegt, wir bauen eine Garage und da drinnen wird ein richtig cooles Auto stehen. Das wird so eine richtig coole Funktion. Überleg mal, ich baue so eine Garage und fahre dann mit so einem Auto raus. Wie geil wird das denn werden? So, ich lasse dann diesen, es gibt hier so lösbare Blocks, mit denen ich dann so wegsprengen kann. Erstmal hier so eine große Garage bauen. Die werden erstmal so denken, hä, was hat der denn da gebaut? Und dann auf einmal, boom, Digga. So, wisst ihr? Zack, zack. So, Leute, ich werde jetzt erstmal hier grundmäßig so ein bisschen auf schnelle Welle die Garage vorbauen. So, Leute, jetzt habe ich hier so ein bisschen, okay, nee, die Garage ist irgendwie, hä? Das habe ich nie gebaut, die ist irgendwie so ein... Aber warte mal, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir das machen. Weil wir müssen ja hier vorne noch ein Tor reinbauen. Da möchte ich mich gar nicht so lange daran aufhalten. Wir müssen ja noch das Auto reinbauen. Aber ich denke mal, das ist eigentlich eine coole Funktion, oder? Was denkt ihr? So, jetzt haben wir hier schon mal so das Innenleben der Garage. Ich werde das jetzt hier noch so ein bisschen hier so in der Boden. Wird dunkel gemacht, würde ich sagen. So, hier so ein schöner, was machen wir hier, so ein Metallboden. So ein bisschen in schwarz-grau. Ja, Mann, das sieht geil aus. Die Wände machen wir weiß. Zack, alles ausgewählt. Weiß, obwohl jetzt ist der Boden auch so ein bisschen weiß. So, Leute, jetzt haben wir hier quasi unsere Garage. Ich finde, das sieht ganz nice aus. Dach machen wir gleich noch rauf. Aber jetzt müssen wir erstmal die Funktion testen, wie das funktioniert mit diesem lösbaren Block, Leute. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Nämlich, es gibt hier, löst die Struktur, an der es befestigt ist. Ey, das wird eine richtig geile Funktion. Glaub mir, die werden richtig Auge machen. Wir werden zwar jetzt vielleicht nicht mehr die Zeit haben, um das krasseste Auto zu bauen, aber ich glaube schon, dass wir die beste Funktion haben. Bum, 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 bum. So, das ist jetzt das Garagentor. Jetzt müssen wir mal probieren. Warte mal, wir müssen erstmal hier noch einen Sitz reinbauen. Nicht, dass das hier gleich nicht mehr, dass ich das nicht mehr Dings bauen kann. Gleich mir wieder herstellen kann. Zack, sitzt es drinne. Jetzt setzen wir uns rein. Wenn ich jetzt die Leertaste drücke. Ja doch, dann müsste das theoretisch, wartet mal. Ich glaube, wenn ich jetzt die Leertaste drücke, wenn ich jetzt hier ein Auto reinbaue, müssen wir mal kurz machen. Erstmal um das zu testen und dann können wir das Auto ja eh gleich noch ein bisschen anpassen. Zack, vorne beim Auto noch hier locker die Lenkung rein, vorne einen Reifen ran, hinten einen Reifen ran. Obwohl, warte mal, der dreht eigentlich in der falschen Richtung. Zack, dreht er auch in die falsche Richtung? Nee, in die richtige Richtung. Warum drehen die ganze Zeit in die falsche Richtung, die Autos, die Reifen? Verstehe ich nicht. Ah, shit. Okay, wartet mal. Ich glaube, oder können wir das so machen? Können wir hier noch eins machen? Ah, wir müssen das miteinander verbunden haben. Ah. Sonst können wir mit dem Auto nicht fahren. Das ist schlecht, wartet mal. Das ist nicht verbunden. Und wenn das nicht verbunden ist, dann speichert das auch nicht. So, jetzt habe ich das Auto hier vorne rangesetzt. Und theoretisch... Oder warte mal, ich kann ja hier eigentlich einen lösbaren Block ranmachen. Dann müsste dieser Block sich ja lösen mit dem Garagentor. Oh, Leute, ich sage euch ehrlich, das ist ja hier wirklich höchste Ingenieurskunst, was wir heute bauen. So, da einer ran. Weil ich denke mal, die anderen werden alle nur ein normales Auto bauen, aber nur ein normales Auto bauen, finde ich, ist doch langweilig. Okay, bam. Ja gut, warte mal, wir spawnen das mal hier an der Seite. So, hier. Bam, ich habe das gespawnt. Geh rein, drück Leertaste und kann ich fahren. Und die Lenkscharniere sind auch falsch, weil ich keinen Motor drin habe. Baba-mäßig, super. Sonst können wir hier nie rausfahren. So, Motor ist drinne. Okay, wir sind jetzt wieder in unserer Garage drinne. Ich hänge mit dem Auto. Ich drücke jetzt so. Zack, Leertaste, das Auto fährt. Und boom, fahre ich raus mit dem Auto. Wie nice ist das eigentlich? Kann mir das mal jemand sagen? Das ist ja voll krass gemacht. Ah, ich weiß nicht, ob das die anderen so überzeugt, ne? Ich weiß es nicht so richtig. Ah, weil das Auto ist halt langweilig. Freunde, ich mache Trick 17, um mir vielleicht zu gewinnen. Weil ich habe für die Garage so lange gebraucht und jetzt für diese Funktion. So, wir machen das jetzt...
Ey, ich werde die einfach überraschen. Pass mal auf. Oh mein Gott, die werden durchdrehen. Die werden durchdrehen. Wir haben ja hier noch Autos. Guck mal hier. Das ist zum Beispiel ein Auto, was ich gestern gebaut habe. Nein, Blöcke behalten. Ist das Auto jetzt drin? Jackpot, Jackpot, Leute. Das Auto, was ich gestern gebaut habe, ist noch drin. Und wir werden jetzt, das werde ich hier abbauen hier oben. Das ist so ein Stealth-Auto. So ein James-Bond-Auto. Für wen habe ich das nochmal gebaut? Für SUS-Aufnahme. Jetzt seht ihr das auch mal. Und da werde ich jetzt hier oben... Einfach, da werde ich vielleicht das auch unsichtbar machen. So, jetzt haben wir das Auto dran verbunden. Ah, warte mal, hier ist kein Sitz drinne. Lol, da ist kein Sitz drinne. Warum das denn nicht? Da baue ich natürlich schnell rein den Sitz. So. Jetzt gehe ich rein, drück Leertaste, alle Blöcke lösen sich. Und bumm, ich kann rausfahren. Ey, das ist so eine richtig coole Funktion. Und das Ding ist, wenn ich die richtig schocke, man kann ja hier bei den Blaupausen in der Werkstatt gehen. Man kann ja hier sogar Autos downloaden. Und wenn ich jetzt hier so ein gedownloadetes Auto nehme, was richtig krank aussieht, zum Beispiel das sieht richtig nice aus. Oder das hier, den Rennwagen. Ey, kann man den so einfach reinbauen? Ich speichere das erstmal so ab. So, das haben wir erstmal so abgespeichert. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, so ein gespeichertes Auto kriegen wir nicht rein, Leute. Ist egal, ich baue jetzt hier noch ein Dach rüber. Und dann würde ich sagen, werden wir gucken, was die Jungs zu meiner... Es ist auf jeden Fall kreativ, da können die sagen, was sie wollen. Aber ich will erstmal gucken. Auf den ersten Blick werden die wahrscheinlich sagen, hä, was ist das denn für eine Scheiße? So, wisst ihr, was ich meine? Aber dann auf den zweiten Blick, boom. Zack, zack, zack. So, guck mal, so müsste das eigentlich gehen, ne? Oh. Hey, die werden, was, Leute, ich verstehe nicht. Die werden denken, hä, was hat der denn da für eine Scheiße gebaut, ne? Und dann mache ich das hier und mache, ja, was geht ab, Leute? Aber was mir gerade nicht so gefällt, das hier, dieser Block, warte mal, können wir den nicht auch noch so machen, dass der müsste eigentlich gehen. Ich baue hier sowas dran. Das mache ich eigentlich einfach schwarz, dass man es nicht sieht. Und dann baue ich hier nochmal so einen lösbaren Block ran. So, bam, jetzt habe ich hier nochmal einen lösbaren Block und dann sieht das auch nicht so scheiße aus. Ich werde jetzt fragen, wie weit die Jungs sind. So, Jungs, wie weit seid ihr? Ganz gut, ich bin übertrieben zufrieden diesmal mit meinem Projekt. Also, ich sag dir ehrlich, ich habe was richtig Krankes gebaut. Ihr werdet umkippen. Ich habe das, was wir bis jetzt alles gelernt haben, in einem Objekt reingesteckt. Okay, okay. Ja? Ich habe mal was ganz... Obwohl, nicht ganz, aber so... Ja, wirst du so halt sehen. Ich habe mal was ganz anderes gebaut. Okay, Leute, ich gebe euch noch 2 Minuten, dann geht's los. So, Freunde, ich mache jetzt noch, um die ein bisschen zu pranken, sage ich, ich habe eine fahrende Garage gebaut und mache hier oben einfach so Düsen ran und werde dann so die übelst pranken und werde sagen, ja, hier, ey, das ist doch voll krass und so und werde fragen, hä, ich werde die einfach richtig verarschen und dann fahre ich da mit Auto raus und werde sagen, oh mein Gott, krass. So, wir testen nochmal kurz. Boom, und rausgefahren. Ich find's geil. Ich finde die Idee richtig nice, Leute. So, Jungs, ich bin ready. Ey, das war keine 2 Minuten. Ja, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich sag mal so, ich stelle mich hier hinten schon mal auf und ihr könnt zu mir kommen. Ich bin wirklich gespannt, was ihr zu meinen krass gebauten sagt. Also sagst du, dass du easy auf Platz 1 wirst, oder was? Ja, easy weiß ich nicht, aber es wird schon sehr, sehr krank. Okay, da bin ich übertrieben gespannt. Ich komme auch schon mal zu dir. Ich auch. Vorbei, Zeit ist over, 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 so over. So habe ich mich auch gefühlt, Leute. Kommt jetzt. Zeit ist over, herkommen. Die Zirkusartisten sind da. Okay, ich würde sagen, Ami kommt gerade da hinten. Ich bin mal gespannt, was Lofty gebaut hat als erstes. Komm, Lofty, zeig mal dein kreatives Fahrzeug, was du gebaut hast und was für Funktionen das hat. Ich bin echt gespannt. Okay, seid ihr gespannt? Lofty. Okay. Okay. Ja. Aber es liegt. Die Mega-Funktion, die dabei drin ist, muss ich euch kurz vorführen. Und zwar, ich kann auf Wasser, im Sand und auf der Straße fahren. Die Lenkung ist ein bisschen schwer, weil die halt stabil bleiben muss, wenn ich auf Gelände fahre. Aha. Aber wenn es losgeht, dann hebe ich ab. Okay? Dann gib mal Gas. Ja, dann zeig mal, ich will mal jetzt noch sehen. Let's go! Und jetzt bremse ich kurz, bring zur Seite und. Den Airbag demonstrieren und alles passt, hab Luft. Fahr mal jetzt auf Sand.
Ja, fahr mal hier, fahr mal hier auf Sand, ich will mal sehen. Kein Problem für den King. So, am besten noch hier unten. Komm, zack. Und ab geht die Post. Hey! Mhm. Kannst du auch über Wasser fahren? Wasser. Ja, guckt. Da bin ich jetzt gespannt. Guck, ich mach vorher kurz einen kleinen Kreisel und dann zack, ab ins Wasser. Let's go. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Sagen wir mal, okay. Schade, Lofty. Ich hätte mehr von dir erwartet. Ich hätte auch mehr von Lofty erwartet, sag ich ehrlich. Ey, so, jetzt bin ich gespannt. Amir, zeig mal deine Kreation. Amir hier neu dabei, Leute. Da bin ich echt gespannt, was Amir hier gezaubert hat. Dadurch, dass ich neu dabei bin, habe ich auch schon komplett neu versucht. Ja? Ob das ganz funktioniert, weiß ich noch nicht, Leute. Aber wir werden es jetzt hier live erfahren. Los geht's, Transformers! Was? Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Kommt mal nach oben. Okay. Diese Hörner sind Sitze. Lol. Dürfen wir uns reinsetzen, oder was? Einer darf sich gerne mit reinsetzen, okay. Ja. So, das Problem ist erstmal, ja, die Kniescheiben, ja, die müssen rausgefahren werden. So, aber wir müssen langsam nach unten. Deswegen gibt es erstmal hier was anderes. Der Gürtel lässt uns das erstmal langsam runterkommen. Was? Lol. Oh mein Gott, das ist voll die geile Idee. Ah, wartet, das war eine kleine Bruchlandung. Ja, der kann fahren, ich hab's ausprobiert. Okay, ja, mach nochmal, Mach mal alleine, langsam, wir gucken zu. Ohne, dass wir dich hier irritieren. Du musst hinten ausfahren. Ach, guck mal, fährt da richtig die Räder aus, Leute. Ja, die Knie müssen raus. Knie rausgefahren. Oh, wir müssen das natürlich jetzt ein bisschen... Okay, hier richtig Gefühl, ja. Oha, das ist ja wirklich ein Transformer. Los geht's! Wie geil ist das denn? Mip, mip. Ey, das ist echt krass. Und er kann lenken, Geist. Ey, okay, das ist wirklich heftig. Performance auf anderem Level, Armee. Ich bin stolz auf dich. Also jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Ich bin gespannt. Also ich bin jetzt echt gespannt, was Rusak da nachlegt. Aber ich glaube, da kann man fast gar nichts mehr nachlegen. Aber außer Mainz natürlich. Mainz ist am krassesten. Ich weiß jetzt nicht, was Transformers, aber hier ist mein Berg. Normales Auto hast du gebaut? Ja, das ist ein Auto und wenn ich will, dann fahre ich halt später auf den Dingern. Weißt du, was ich meine? Okay, aber was bringt dir das jetzt, wenn du die hochfährst? Ich muss ein bisschen hochfahren, dann kann ich drauf fahren. LOL! Ey, das ist aber lustig irgendwie. Es ist irgendwie lustig, ja. Ja, dann habe ich wieder meinen Reifen. Kannst du damit schwimmen oder was? Also wenn du damit über Wasser fahren kannst, wäre krass. Also ich muss nur ein bisschen meine Räder hochfahren, weil die Räder brauche ich nicht mehr. Die Paddeln sind wichtig und dann geht's runter. Naja. Ja gut, okay. Okay, bevor wir jetzt Esus sehen, werde ich erstmal meine Kreation zeigen. Es ist ein Meisterwerk. Ich habe mir sehr viel dabei gedacht. Ich glaube, das gab so ein Trailmaker erst noch nicht. Und zwar... Boom! Die fahrbare Garage! Was? Hä? Wie findet ihr das? Mal vorne? Mach mal die Luke auf. Mach mal auf, ja? Bam! Ich hab euch verarscht! Da ist ein Auto drin! Oha, Digga! Das ist krass! Die Idee ist ja unnormal geil! Digga, das ist eine Überraschungsbox mit Auto drin! Komm mal her, das sieht ja... Okay, das sieht richtig geil aus, ich sag dir ehrlich. Also die Idee ist auch unnormal krass. Guck, warum seid ihr heute alle so kreativ? Bam, ich mach Spreng weg und fahr raus mit dem Auto. Woo! Jetzt habe ich eine Frage dazu, Stani. Hast du das Auto auch gerade in der Zeit gebaut? Nee, das ist ein altes Auto. Na, das ist schade. Das habe ich leider nicht geschafft. Hättest du das Auto auch in der Zeit gebaut, würde ich sagen, boah, krass, heftig. Aber schade, das ist halt ein Punkt Abzugstand. Ja, es kam ja auf die Idee drauf an. Die Idee ist geil, muss man sagen. Deswegen. Ey, ich bin jetzt gespannt, Leute. Ich habe hier gut nachgelegt. Das will ich mal Esus sehen. Komm, Esus, zeig mal. Also, ich warte heute echt alle kreativ. Ich bin gespannt, was ihr zu meinem Objekt sagen werdet. Darf ich vorstellen? Wundert euch nicht wegen der Farbe. Ich wollte hier mal auch für die weiblichen Gäste hier was Cooles bauen. Ich sehe nichts. Achso. Hä? So, Leute. Ich weiß, auf dem ersten Eindruck scheint es vielleicht normal auszusehen. Okay. Aber wir haben hier einige Funktionen. Geht mal kurz weg. Ja. Wir können das Flugzeug auch als normales Auto benutzen, ja? Ganz normal, wir können ganz normal rumcruisen. Ah ja, Moment. Sieht man? Wir können ganz normal damit rumcruisen, wie man hier sehen kann. Und wenn ich irgendwie dann der Meinung bin, dass ich kein Auto mehr benutzen möchte, dann mache ich einfach den hier. Warte, ich mache mal nochmal.
von vorne, beziehungsweise hier, damit ich eine gerade Strecke habe. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also, wir können auf jeden Fall erstmal das Flugzeug als Auto benutzen. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Mhm. Ich komme mal wieder zurück. Und wenn ich mir denke, ich habe keinen Bock mehr auf die Reifen, mache ich einfach den hier und fliege zum Mond. Ja! Vorführeffekt. Okay. Es geht wirklich. Guck mal. Sehr interessant. Ich habe hier 1000 Tasten. Es geht wirklich. Guck mal. Zack. Dann gebe ich Gas. Es geht wirklich. Ja, aber ja, okay, ja. Gut. Wir spawnen jetzt nochmal alle unsere Kreationen her. Ja. Hier. Ja, super ist hier, super. Okay, ich komme. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Armin, sein Roboter hat gerade Russack zertrampft, sehr gut. Spawnen wir nochmal neu hier. Also, ich muss ehrlich sagen, Lofty, spawn da jetzt auch nochmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, mein Punkt geht in dieser Runde an Armin, das finde ich irgendwie am geilsten mit. So wie das aussieht, wenn er sich hingelegt hat und fährt. Russack, was sagst du? Ich würde sagen, das kann ich bestätigen. Okay, Lofty. Ich bin unschlüssig. Ich finde das cool mit der Garage auf jeden Fall. Aber Amir hat schon echt was Innovatives, die wir vorher hingesetzt haben. Ah ja, ich würde sagen Amir. Okay, dann Essi brauchen wir gar nicht mehr fragen, weil Amir hat gewonnen. Essi, ja, willst du noch was sagen dazu? Ja, ich hätte auch den Punkt auf jeden Fall Amir gegeben, das, was er gemacht hat. GG, Amir, 500 Euro für dich, Leute. Das war's mit der heutigen Trailmakers-Folge gewesen. Checkt die Jungs ab, das war's gewesen. Tschö mit Ö!